Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tourism mit Let's Read Skyrim und ich werde das jetzt so machen, ich werde mir einen Speicherpunkt in jedem Ort aussuchen und dann eben die Bücher, die es dort gibt, einfach mal durchlesen. So, das ist jetzt der Unterschlupf der Gefährten und da gibt es das Buch, das wir noch nicht kennen, Der Bär von Markarth, Die Verbrechen des Ulfric Sturmmantel von Arianus Arius, kaiserlicher Gelehrter. Und Ulfric Sturmmantel ist aufgrund seines Beitrags zur Niederschlagung des abgeschworenen Aufstands für viele ein Held. Nachdem das Kaiserreich Himmelsrand aufgegeben hatte und die Einheimischen von Reach rebelliert hatten, zweifellos hervorgerufen durch ihre schlechte Behandlung durch die Nord, waren Ulfric Sturmmantel und seine Miliz zur Stelle, um ihr Land von den Abgeschworenen zurückzuerobern. In allen Ruhmeshymnen und epischen Geschichten, die die Sklaven über seine Taten komponieren, erscheint Ulfric als überlebensgroße Figur, die in Sachen Gerissenheit, Führungsqualitäten und entschlossenem Vorgehen Diva Septim selbst gleicht. Die Wahrheit ist jedoch eine ganz andere. Ja, zwischen 4. Ära 174 und 176 herrschten die Abgeschworenen tatsächlich über Reach als ein von Himmelsrand unabhängiges Königreich. Ja, dies geschah, als das Kaiserreich von Truppen des Alt-Meri-Bunds bedrängt wurde und die Armee zur Wiederherstellung der Ordnung nicht einsetzen konnte. Und ja, Ulfric Sturmmantel schlug den Aufstand ohne Hilfe des Kaiserreichs nieder. Dies alles stimmt, aber was die Barden oftmals auslassen, ist die Tatsache, dass es im Königreich der Abgeschworenen in den 2 Jahren seines Bestehens recht friedlich zuging. Es stimmt, dass einige Verbrechen gegen ehemalige Nordlandbesitzer, oftmals jene, die ihre einheimischen Arbeiter am schlimmsten behandelt hatten, begangen wurden, aber allgemein betrachtet herrschten die Abgeschworenen gerecht und versuchten vom Kaiserreich als legitimes Königreich anerkannt zu werden. Man kann sich vorstellen, wie sehr das Kaiserreich nach dem großen Krieg in Staatsangelegenheiten ins Hintertreffen geraten war. Bevor ein Friedensabkommen mit den Abgeschworenen ausgehandelt werden konnte, belagerte eine von Ulfric Sturmmantel angeführte Miliz die Tore ihrer Hauptstadt, Markarth. Während dieser Schlacht herrschte Krieg, doch nach der Schlacht begann die Zeit der Kriegsverbrechen. Jeder Funktionsträger, der für die Abgeschworenen gearbeitet hatte, wurde hingerichtet, selbst nach deren Kapitulation. Einheimische Frauen wurden gefoltert, um Namen von Kämpfern der Abgeschworenen preiszugeben, die aus der Stadt geflohen waren oder sich in den Bergen von Reach versteckt hielten. Jeder Bewohner der Stadt, ob Abgeschworener oder Nord, wurde hingerichtet, wenn er nicht für Ulfric und seine Männer gekämpft hatte. Ihr seid für uns oder gegen Himmelsrand, waren Ulfrics Worte, als er Ladeninhaber, Bauern, Alte und Kinder, die gerade einmal das Schwert erheben konnten, jedoch nicht für ihn gekämpft hatten, in den Tod schickte. Als ein dankbares Kaiserreich also den Sieg anerkannte und Soldaten schickte, um in Reach wieder für Gesetz und Ordnung zu sorgen, war es keine Überraschung, dass Ulfric vor den Einlassen der Armee die Erlaubnis einforderte, Talos anzubeten. Da in den Straßen von Markarth das Chaos herrschte und es jeden Tag weitere Berichte über neue Tote gab, hatte das Kaiserreich keine Wahl, als Ulfric und seinen Männern diesen Anbetung zu gewähren. Wir erlaubten ihnen, Talos anzubeten und verstießen damit gegen das Weiß-Gold-Konkordat mit dem Alt-Meri-Bund, der dem Glauben der Elfen anerkennt, dass Talos als Mensch nicht einer der Göttlichen sein kann. Das Kaiserreich tat schlecht daran, das Abkommen aufs Spiel zu setzen, für das im großen Krieg so viele Opfer gebracht worden waren.
Aber ich frage euch, welche Wahl hatte es? Der Bär von Markart, Ulfric Sturmantel, akzeptierte kein Nein als Antwort. Also Leute, ich muss sagen, das sind ja recht interessante Nachrichten da. Und wir sollten uns da wirklich noch überlegen, ob wir uns dennoch nicht dem Kaiserreich anschließen sollten. Eigentlich waren wir jetzt bis jetzt auf der Sturmantelseite. Aber wie gesagt, das ist wieder mal ein Let's Read. Und der Bär von Markart, die Verbrechen des Ulfric Sturmantel. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.